Hallo, ich stehe vor einem Zelt, das vor dem Eingang des Axel Springer Gebäudes gerade aufgebaut wird. Und in diesem Zelt finden die ersten Testimpfungen an 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 60 statt. Das ist ein kleiner symbolischer Triumph. Wir arbeiten seit Monaten daran, de facto schon eigentlich seit Ende Dezember vergangenen Jahres, die Politik davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, wenn Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter impfen. Und diese Idee stößt langsam auf positive Resonanz und wir werden zusammen mit einigen anderen deutschen Unternehmen beginnen, so schnell wie irgend möglich, so viel wie möglich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst kostenlos zu impfen. Wann das genau losgeht, wissen wir noch nicht. Das hängt eben davon ab, wann jetzt insbesondere zunächst hier in Berlin Impfdosen von der Politik zur Verfügung gestellt werden. Wir zählen jetzt jeden Tag, wir sind bereit, we are ready und hoffen, dass bald und aller spätestens Anfang Juni, das wurde uns schon zugesichert, als spätester Zeitpunkt dann wirklich auch im großen Stil hier geimpft werden kann. Wir wollen das Ganze so unbürokratisch wie möglich machen. Natürlich respektieren wir die Impfreihenfolge und nehmen zunächst ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dran. Aber grundsätzlich gilt auch das Prinzip, wenn hier niemand ist, aber Impfstoff da ist, dann kann jeder, der gerade da ist, geimpft werden. Und das wird auch mit einem entsprechenden System ausgeschildert. Rot heißt im Moment nur Leute, die angemeldet sind. Grün heißt, jeder, der will, kann geimpft werden. Also achtet darauf. Wichtig ist, dass ihr euch anmeldet. Das heißt, ihr müsst ein Interesse signalisieren, geimpft zu werden, denn es ist natürlich freiwillig. Jeder entscheidet für sich, ob man geimpft werden möchte oder nicht. Wenn ihr wollt, müsst ihr euch anmelden unter einer entsprechenden Webadresse. Und dann kriegt ihr einen Termin und wie gesagt, wenn zwischendurch Lücken entstehen, kann man auch ohne Termin geimpft werden. Wir hoffen, dass das so reibungslos wie möglich funktioniert. Wir impfen von montags bis samstags inklusive von morgens 7 bis abends 22 Uhr. Also wir wollen wirklich schnell sein und wir hoffen deswegen jetzt auch, dass es so schnell wie möglich losgeht. Und wenn ihr Fragen habt, wendet euch an die Impftaskforce und wir hoffen, dass wir möglichst bald alle durchgeimpft haben hier in Berlin und dann möglichst auch an anderen Standorten.